Hey Adi. Hi Kai. Hi. Du hilfst ja als gelernter Zimmerer hier in der Holzwerkstatt mit. Was genau sind eure Aufgaben? Was habt ihr hier in den letzten Wochen gemacht? Wir bauen Möbel, Bänke, Schränke, alles was so an Holz im Schiff letztendlich verbaut wird. Größtenteils für die Messe und für die Brücke und ja, für die Kajüten. Was sind jetzt die Aufgaben, die in den nächsten Wochen noch anstehen? Gibt es noch viel zu tun? In der Messe sind wir gerade dran, eine Anrichte zu bauen, die Teeküche, wo das Essen serviert wird, wo sich die Crew sowohl während den Einsätzen als auch auf der Werft dann aufhalten, sich mal einen Tee machen können, Kaffee machen können, auch die Briefings machen und die Mahlzeiten zu sich nehmen. Und was ist deine Motivation, das hier für CI zu machen? Du bist jetzt schon ziemlich lange hier und hilfst mit. Wieso tust du das? Ich denke, das, was CI machen, ist ziemlich wichtig. Das, was alle SeenotretterInnen machen, ist ziemlich wichtig. Wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es wesentlich mehr Tod im Mittelmeer. Und das Ganze kann eben nur funktionieren, wenn Leute mitmachen und da sind und helfen, das Ganze mit aufzubauen, damit das Schiff auch möglichst bald ablegen kann und in See stechen.